Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich. Guten Morgen. Hier wieder mit Cosmic Matrix und den Engelkartenlegungen. Ich lege dir jetzt hier die Wochenenergie auf von der kommenden Woche vom 5. bis 11. Februar 2018. Ja, ich fand, der Januar ist so schwupps vergangen, ja. Und obwohl ganz, ganz viel passiert ist, energetisch und so, aber es ging alles so wahnsinnig schnell. Ich weiß nicht, wie es da dir ging. Ich bin jetzt mal ganz gespannt, wie dieser Februar hier für uns verläuft. Und wir haben hier dann auch gleich Valentinstag und bin gespannt, was uns das so bringt. Und genau danach werde ich für euch das Reading drehen für die Februar-Liebeswunsch-Energie. Bin ich auch gespannt, was da kommt. Ich bedanke mich für alle, die mitgemacht haben bei diesem schönen Vollmond, bei der Meditation im Facebook. Es war eine schöne Runde mit euch. Hat Spaß gemacht, waren sehr hohe, schöne Energien. Bestimmt sind die Downloads noch weitergelaufen bei dem einen oder anderen. Habe schon ein paar Feedbacks bekommen, vielen lieben Dank. Ja, ich war selber überrascht, weil ich habe das noch nie gemacht und es hat geklappt, außer dass das Bild auf der Seite stand. Aber ist ja egal, beim Meditieren macht man die Augen zu. So, jetzt bin ich gespannt, was wir heute hier haben. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ja, was will ich vorneweg noch sagen? Genau, ich konnte jetzt den Termin fürs Vision Board verlegen. Das wäre ja im März gewesen und jetzt haben wir es auf den 22. April an einem Sonntag verlegt. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, nur solltest du irgendwie vorhaben, dazu kommen, kannst du dir das noch in den Hinterkopf abspeichern und ich werde das auch noch an der Webseite einstellen. Ich erzähle mal, was ich heute für Steinchen dabei habe. Hier haben wir einmal diesen Distin, der hat hier wieder diese kleinen Einschlüsse. Dann habe ich hier diesen weißen Opal und einen Bergkristall dabei. Und bin mir sicher, dass dieses Portal auch sich hier nochmal widerspiegelt, was sozusagen angestoßen wurde spirituell, was beginnt. Und es ist auch von der Tagesenergie her so nochmal total, jetzt ist ein Zyklus abgeschlossen, jetzt ist ein Neustart. Also wir haben ganz viel nochmal raustransformiert und losgelassen im Januar. Und jetzt bin ich hier gespannt, wie es weitergeht im Februar. Ich lade dich schon mal ein jetzt, dich, wenn du mitmachen möchtest, aufrecht hinzusetzen für so eine kleine kurze Blitzmeditation. Genau, setz dich aufrecht hin. Kannst gerne deine Augen hier schließen. Deinen Atem beginnen zu spüren, ihn tiefer werden zu lassen. Fühl dich wohl und friedlich. Vielleicht hast du dir schon ein gemütliches Plätzchen gemacht mit einem Tee und einer Kerze. Ja, und eine kleine Auszeit für dich jetzt. Dann spür nochmal genau deine Auflagepunkte auf der Unterlage, die Füße parallel und dein Gesäß. Oder wo du, wenn du sitzt, deinen Rücken. Und erlaub dir nochmal, dich ein bisschen mehr in die Unterlage einsinken zu lassen, als wenn du dich tragen lässt. Trau dir mal, von deinem Gewicht an die Erde abzugeben, so richtig an dem Ort zu sein, wo du jetzt bist. In diesem Moment. Ja, dann lade ich dich ein, dich zu erden auf deine Art, wie du das tust. Dich mit der Erde ganz fest zu verbinden. Und auch von dort erhältst du natürlich nährende Energien, die zu dir aufsteigen. Und du kannst auch nach da unten etwas abgeben. Das ist sozusagen wie eine durchlässige, ja, Schicht, wo ihr miteinander kommunizieren könnt. Ja. Dann kannst du dich auch nach oben verbinden zum Himmel. Mit deiner inneren Aufrichtung auch und Kraft.
Dann lade ich dich ein, noch die Hände aufs Herz und auf den Bauch zu legen. Atme hier einmal vollständig tief jetzt ein, bis in den Bauch rein, einmal so, nur mal ganz tief Luft holen. Alles aus. Wegen mir atmen, noch einmal tief durch. Ja, und dann schaue ich mal, was da heute für Qualitäten kommen, die wir einladen dürfen. Du kannst natürlich das auch immer individuell abändern. Ich atme da immer durch die Nase ein und durch den Mund aus und frage ich mal, was kommt. Als erstes höre ich jetzt wieder Mut für den neuen Weg, den du begehst jetzt. Einmal die Qualität Mut mit der Farbe Rot. Atme einmal bitte ganz tief Mut ein in Rot, ganz tief. Halt die Luft drinnen in dir, deine Zellen dürfen sich auftanken damit. Und dann lass jetzt alles los beim Ausatmen durch den Mund, was du nicht mehr brauchst. Und dann atmen wir nochmal einmal sanfte Heilenergie in so schönem Smaragdgrün ein, für alle, die noch immer am Gesundwerden sind und ja, die Nachwehen sozusagen. Atme schöne grüne Energie ein. Halt die Luft drinnen. Lass die Energie sich verbreiten und dann atme alles aus, was du jetzt nicht mehr brauchst. Und ein letzter Atemzug für die Freude. So wie die Sonne, so schön gelb. Atme ganz tief die Freude in dich ein. Halt die Luft drinnen. Und dann atme alles aus, was jetzt gehen darf. Wunderbar. Lass gerne deine Augen geschlossen. Ruf deine Engel zu dir ganz nah in den Raum oder dein Krafttier, dein Geistführer, wer auch immer dich begleitet, ein aufgestiegener Meister, eine aufgestiegene Meisterin. Rufe sie ganz nah zu dir. Ja, bitte um Führung auch nochmal, einfach für die nächste Zeit. So immer mehr deine Intuition, deine innere Stimme hörst und die geistige Welt wahrnimmst. Und konkret natürlich die Frage, ist es links dieser grünliche Stein, in der Mitte der weiße oder rechts der durchsichtige? Links, Mitte oder rechts? Spür mal, ob du Impulse bekommst. Ich lade dich ein, weiter tief zu atmen. Ich werde mal die Klangschale kurz berühren. Und genau, wünsche dir viel Freude. Ich lade dich ein auf einen letzten tiefen Atemzug. Atme sanft aus. Ja, und dann öffne gerne die Augen. Schau mal, wo dein Blick jetzt hingeht heute. Und da liegen deine Informationen für dich. Dann beginnen wir mal. Jetzt bin ich gespannt, was wir haben. Für uns alle haben wir von den übergeordneten Energien, von den Sirius-Karten, haben wir drei der Kelche. Hier im Hintergrund siehst du, welche feiern. Die sind hier zusammen. Blumenkränzen und es ist eine Gefühlkarte, eine Wasserkarte. Die drei der Kelche. Also ich finde, die sieht ja schon mal sehr positiv aus. Ich guck mal nach. Ich bin ja nicht so die, ehrlich, die Tarot-Tante. Genau. Also, die drei der Kelche, da geht es um Freundschaft, um bedingungslose Liebe, um,
um das Feiern dieser Liebe, um Zusammensein. Das ist die Botschaft dieser Karte. Ja, ist ja die praktisch die Erweiterung oder der Aufstieg von zwei Kelchen, also die Verbesserung. Und da ist noch ein Element dazugekommen, die Liebe. Ja, es ist eine Zeit für Leichtigkeit jetzt, für mehr Feiern, für Zeit mit Freunden in Liebe zu verbringen und auch die Gefühle spirituell und emotional mitzuteilen und mit anderen zu teilen und das ohne Begrenzung. Die Fragen, die hier mit dieser Karte einhergehen, ja, inwiefern also sozialisierst du dich mit anderen, machst du was mit anderen oder bist du da eher so zurückgezogen? Kannst du deine Gefühle mitteilen, also kannst du es fließen lassen, wenn du mit anderen bist? Wie bist du da gerade? Und vielleicht öffnet sich da jetzt nochmal was Neues, dass du einfach sagst, es tut mir so gut, wenn ich öfter meine guten Freunde sehe oder sie anrufe oder wir spontan einfach auf ein Getränk wohin gehen oder spazieren gehen oder so, ja? Du darfst das Leben wieder viel mehr feiern. Ist das nicht schön? Das ist doch total schön. Ein guter Beginn. Dann schauen wir von Kraft der Weiblichkeit, was da zu uns kommt. Hier kommt die Nemesis. Das ist nochmal hier die Göttin des gerechten Zornes. Ja, die schaut so. Also die hatte auch Engelqualitäten und die lädt dich nochmal ein, dass du Themen, wo du sagst, da bin ich noch irgendwo, da habe ich noch so eine Restwut oder da kann ich einfach überhaupt nicht verzeihen, das geht jetzt da an dem Punkt noch nicht. Da kann sie dir wirklich durchhelfen, da kannst du die Nemesis anrufen. Du siehst ja, sie hat große Engelsflügel und ich habe hier auch diese Uhr im Blick hier an der Seite, diese Sanduhr, also hab auch Geduld mit dir, wenn es jetzt nicht gleich geht, aber wenn du sagst, es ist sehr hartnäckig, dieses und jenes, der Groll, vielleicht auch mit einer Freundin, vielleicht hattest du was und vielleicht darfst du das jetzt nochmal loslassen, weil auch deine Freunde gehen ja auch durch das Portal und sind auch wieder neu, sage ich mal. Und du darfst jetzt sozusagen das alte Gepäck, auch die Gefühle und Gedanken, die zur Vergangenheit gehört haben, wirklich in der Vergangenheit lassen und wieder frisch sein. Und dazu ruft Nemesis dich auch an, dass du das jetzt loslassen darfst. Von Avalon haben wir auch eine Karte. Schauen wir mal nach. Hier haben wir die Karte Vorbild. Hier ist ja, ich glaube, ein Apfelbaum im Hintergrund von der Insel Avalon. Und es geht darum, dass du als gutes Vorbild vorangehst. Ja, vielleicht, wenn ihr beide aufeinander sauer wart in einer Freundschaft, also vielleicht bist du der Erste, der sagt, ich kann das jetzt loslassen, ja? Und einfach, du wirst auch anderen damit ein Vorbild sein, die dann sagen kann, ach Mensch, man kann ja echt mit Ho'oponopono, mit einem Gebet, mit einem Ritual, man kann ja echt verzeihen und du wirst andere dazu ermutigen, Ähnliches zu tun. Sei ein Vorbild und erinnere dich daran, dass du hierher gekommen bist, um auch als ein Lehrer für andere zu fungieren, um ja, als Leuchtturm zu arbeiten. Also du darfst wirklich das alte Gepäck, die alten Denkstrukturen jetzt hinter dir lassen und es dir viel leichter machen vom Denken. Das ist auch, was du hier gewählt hast zu tun und du wirst dich immer mehr daran erinnern. Erzengel Gabriel hat auch eine Botschaft für dich. Ja, Geburt, Neugeburt, also das passt ja hier wieder mal. Es ist wirklich nochmal die Bestätigung, dass es eine Neugeburt gibt. Das war auch gestern die Tagesbotschaft. Ja, ein neuer Zyklus beginnt. Du bist neu geboren. Du darfst auch deine Gedanken wieder neu und frisch in jedem Moment sein lassen. Und wirklich dich nochmal fragen, welche Gedanken schleppe ich mit mir rum, die gar nicht mehr hierher gehören. Erzengel Gabriel ist auch der Engel der Klarheit. Du darfst den weißen Strahl anrufen und um klare Gedanken bitten, um reine Gedanken. Natürlich kann es auch neue Projekte oder die Geburt eines Kindes oder etwas anzeigen, was jetzt noch kleines und langsam wächst und mit Sicherheit wachsen wird. Also das ist eine sehr, sehr gute Karte, das neues Leben sozusagen beginnt. Und auch neue Denkstrukturen. Dann kommen wir jetzt mal zu den einzelnen Stapeln. Also wenn du den Disteen hast, dann schauen wir mal, was bei dir in dieser Woche so los ist. Welcher Engel begleitet dich hier?
Du hast Erzengel Raphael persönlich, das ist doch wunderbar. Diese Karte ist sehr schön, denn sie sieht irgendwie aus für mich wie ein ganzer Erdball, der in Raphaels Energie gehüllt wird. Ja, vielleicht braucht jetzt auch noch mal die ganze Erde Heilung und bekommt sie auch. Und wir sind alle in dieser Geburt gerade schon so durch, nach meinem Gefühl, aber wir dürfen uns noch erholen. Raphael bringt auch immer Balance, bringt wieder Erholung nach einer anstrengenden Zeit. Vielleicht hast du es auch körperlich sehr gespürt und dass du dich jetzt einfach noch mal erholen darfst. Und ja, ruf Erzengel Raphael an. Solltest du da wirklich Hilfe brauchen und bitte visualisiere, wie er sein Heillicht auf dich sendet oder zu dir schickt und visualisiere die Heilung. Das ist sehr unterstützend für dich in dieser Woche. Maria Magdalena sagt zu dir auch etwas. Da kommt hier die Karte Brunnen. Die Quelle des Lebens sprudelt in dir. Deine Wünsche werden wahr. Also der Brunnen, der ist für mich immer so eine Karte, ja, von etwas, was ganz tief aus dir heraus sprudelt, sozusagen. Etwas aus der Tiefe wieder, was aufsteigt. Auch ein Zugang zu Gefühlen, die du vielleicht lange nicht erreicht hast. Und da kommst du wieder hin. Und mein Gefühl ist auch, dass auch vielleicht Stille und Rückzug dir dabei geholfen haben, da wieder hinzukommen. Und vielleicht auch der ein oder andere körperliche Prozess. Ja, wir sind ja sonst immer viel im Außen und abgelenkt. Und du kommst jetzt wieder mehr an deine innere Tiefe ran. Am Brunnen des Lebens kann ich neue Kraft schöpfen. Liebe fließt, ich bin ein Segen. Und du erkennst auch durch diese Prozesse, die waren, welche Kraft in dir schlummert. Oder die Kraft kommt jetzt wieder. Dass du sagst, ich war jetzt lange Zeit wirklich überfordert und kraftlos und jetzt spüre ich wieder, wie die Lebenskräfte hier wieder fließen. Das passt auch sehr gut zusammen. Also aus dir sprudelt eine neue Kraft. Aber ich nehme es auch wirklich wahr als Heilung der Gefühle, ja, auch als ein Zeichen deiner Seele, die wieder mehr zu dir spricht. Vom Naturgeister-Orakel kommt auch eine Botschaft. Ein erhellendes Licht kommt nun zu dir. Das ist hier bestimmt dieser super, super, super Vollmond. Sehr schön gezeichnet. Hier fliegt so eine kleine Fee auf einer riesigen Motte durchs Weltall zu diesem Mond. Ja, und es geht auch hier natürlich um die Gefühle mit diesem Mond. Und du hast ein großes Licht erhalten. Und natürlich, ich weiß, das ist anstrengend. Es sind viele Prozesse, die uns durchbeuteln und wo wir dann hinterher denken, mein Gott, man hört diese Achterbahnfahrt auf. Und dieses Licht, das dient dir aber, ja. Erinnere dich immer wieder daran, dass das Licht dir dient und du wirst dich jetzt erholen. Wir schauen mal hier, ob wir sehen können, praktisch was du geheilt hast. Die Karten sollten heute dabei sein, was in dir Neues entstanden ist, was du losgelassen hast. Oh, guck doch mal, die Karte Auferstehung, das passt doch hier, Neugeburt und Feiern. Und du wirst jetzt wirklich gesunden, geistig, emotional, spirituell. Und auch, wenn du jetzt sehr müde warst, auch in den körperlichen Bereichen wird dir wieder Kraft zufließen. Ja, also, das sieht doch gut aus. Du hast hier so Hilfe bekommen, es ist hier auch dieser Tropf und das Licht. Und nach dieser großen Transformation hier, das lilane Bett, kannst du dich wieder aufsetzen und wieder durchatmen. Wunderschön. Es geht wieder ein Licht auf bei dir. Es klingt doch richtig gut. Du darfst wieder durchatmen und Raphael ist natürlich auch immer so der Hinweis, ja, es ist ja Winter, esse ich auch genügend ja, Vitalstoffe in dem Sinne von lebendiges Essen. Also isst du auch mal ab und zu einen Salat und genug Gemüse und oder ein grünen Smoothie oder so. Also wir brauchen wirklich dieses Chlorophyll und das reinigt uns. Es gibt uns wirklich Kraft in den Zellen. Also schau, ob deine Ernährung optimal ist. Raphael ist auch immer ein Hinweis auf Erholung und Darm und Ernährung. Ja? Kannst du da auch nochmal hinschauen oder auch auf Süchte. Wie kannst du dich unterstützen, wenn du irgendwas weglässt, was dich eigentlich schwächen würde, ne? Genau, spür da nochmal hin und die Kraft kommt jetzt wieder.
Dann gucken wir jetzt mal zum nächsten. Wenn du hier den weißen Opal gewählt hast, welcher Engel begleitet dich? Oh, der ist aber schön. Hier haben wir den Engel der Stille. Ja, jetzt bin ich mal still. Der Engel der Stille spricht zu dir. Ja. Du darfst wieder still sein, ja? In deiner Mitte. Und einfach wieder mehr ins Spüren kommen. Da wirst du viel Weisheit erhalten. Und manchmal geht es wirklich darum, um den Mut zu haben, stehen zu bleiben. Und genau zuzulassen, was passiert. Und es einfach nur zu sehen, ohne etwas dagegen oder dafür zu tun. Der Engel der Stille, der steigt aus dem Drama, aus dem Wollen, aus dem Machen. Der hilft dir dabei, der gibt dir Impulse. Auch wirklich das Denken still werden zu lassen. Die Bewertungen rauszunehmen, den Druck. Das ist eine Chance. Natürlich auch wieder die Frage, gönnst du dir Stille? Gönnst du dir ein paar Minuten am Tag für dich? Kannst du dir das schenken? Wo du sagst, so, jetzt habe ich ein Date mit mir, jetzt setze ich mich hin. Das sind meine 5 Minuten. Tür zu, Telefon aus, Handy weg und einfach jetzt nur ich und Atmung oder was auch immer du meditierst. Man kann auch die Kerze anschauen. Deine Seele wird sich freuen, wenn du diesen Raum schaffst. Das wird auch dir sehr gut tun. Maria Magdalena sagt zu dir, es geht um das Annehmen. Ja, das ist auch die Stille. Du nimmst an, was gerade da ist. Und es will hier auch ein großes Licht zu dir kommen. Du darfst dich dafür öffnen. Ich lese mal vor, ich bin die Schale, ich bin das Licht, die göttliche Liebe aus mir spricht. Ich öffne mich für alles Gute, das zu mir fließt, meine Seele das genießt. Meine Schale fängt auf, Fülle steigt in mir auf. Es passt sehr gut. Es geht um dieses einfach Dasein und nichts tun und ja, und auch nichts denken. Diese Schale darf leer sein, sonst kann man ja auch nichts hineintun. Ja, eine Leere in dir, diesen Monkey Mind, der immer quatscht und macht, das hast du bestimmt schon mal gehört, zur Ruhe zu bringen. Und Eckhart Tolle schreibt ja auch sehr schön in diesem Buch Jetzt, wie man in dieses Jetzt kommen kann. Und es geht natürlich auch darum, dass die Vergangenheit jetzt vorbei ist und du jetzt wieder neu bist. Und dieses Neue, da weißt du vielleicht erstmal gar nicht, was jetzt ist. Und du musst es jetzt auch nicht wissen. Du darfst einfach in diesem Moment sein und ganz vertrauen. Du brauchst nicht immer einen Plan für die nächsten 10 Jahre. Du darfst jetzt in diesem Moment sein und du musst da nichts tun. Und dein Atem hilft dir dabei. Schauen wir mal, was die Naturgeister sagen zu dir. Vielleicht, was dich unterstützt. Triff nochmal bewusst eine Entscheidung. Wofür entscheidest du dich? Ja. Was ich bekomme ist, in dieser Fülle, in dieser Ruhe, in dieser Stille, nee, andersrum, in dieser Stille ist eine große Fülle, so rum, ja. Wenn du dir erlaubst, diesen Kelch auszugießen, indem die Gedanken einfach still sind und einfach mal dich öffnest für das, was kommt, dann wirst du merken, es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn ich aus dem Weg gehe und nicht die ganze Zeit denke, es muss so, so, so sein und mit dieser Person und jener Job und es kann nur so sein, weil sonst habe ich Angst oder weil sonst denke ich dies oder das. Wenn du das alles weglässt, dann hast du Zugang zu viel mehr Möglichkeiten. Ja? Probier das mal aus mit dieser Stille, mit diesem Annehmen. Und mach es auch zu einer Gewohnheit. Übe das. Du wirst so dich neu gebären können. Du wirst neu sein können. Es ist, als wenn du täglich ein neues, sauberes Blatt vor dich hinlegst und dein Geist immer wieder frisch wie ein Baby wird und du immer wieder die alten Konzepte
einfach gehen lässt. Und gucken wir noch hier, was bei dir jetzt in Heilung gegangen ist oder was noch für eine Unterstützung auf dem Weg ist. Schauen wir mal. Hier gibt es noch etwas, was in Heilung gegangen ist, was mit Ärger, mit einer Ärgerverschwörung zu tun hat. Ein Ärger, an dem man festgehalten hat. Das können Gedanken natürlich dann sein, wo das Ego dann immer ganz laut wird. Und das geht jetzt bei dir raus. Das kannst du immer mehr sein lassen, dass du dich über irgendwas ärgerst, weil dein Geist dich daran gewöhnt hat oder so. Ich werde jetzt noch eine Karte für dich ziehen, denn wir wollen ja gucken, was Gutes bei dir jetzt auch im Gange ist, was dich unterstützt hier. Vielleicht passt es für dich, dass du sagst, es gibt irgendeine Person, die kann mich so krass triggern, komme ich so zack aus meiner Mitte raus. Und da die Schale wieder leer zu machen von den Gedanken, ja, das meint das Bild. So, die lacht mich mal jetzt hier an für dich. Da, 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 da. Alles erreichen. Du kannst alles erreichen, was du willst. Ja, steig aus dem alten Denken, aus dem alten Sein, bewusst nochmal. Du darfst, wie gesagt, ganz viel Spaß haben, ganz viel einfach mit Menschen sein, lachen und auch für dich ein gutes Vorbild sein und da aussteigen aus der alten, sich aufregen, angenervt, Dingsspirale. Genau. Ich bin auch ein Mensch, ich kann mich auch aufregen. Wahrscheinlich kann das jeder. Und es tut auch gut, es nicht zu tun, ja? Es tut einfach gut, das zu verlernen. Und hier, du kannst alles erreichen. Du kannst Zugriff haben auf diese Fülle. Hier, schau doch mal, wie viele Möglichkeiten da sind. Wie viele tausend Tiere und Dinge und Freude, Party, Blumen, Spaß da sind, wenn du dich komplett öffnest dafür und still bist. So, super Karten, ganz schön. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Und dann kommen wir mal zum Bergkristall. Welche Engel begleiten denn dich? Oh, du hast hier die Karte Schutz, also du bekommst nochmal eine große Portion an Engeln für speziellen Schutz. Also ich habe jetzt hier dieses Bild, wenn man neu geboren ist und so neu ist und so nackig wie ein Baby, dann braucht man ja auch Schutz, weil man sich da vielleicht nicht auskennt in dem Moment, ja. Das kann das eine sein. Es kann auch sein, dass du gerade in einer Situation bist, die dich sehr herausfordert. Irgendwelche rechtlichen Sachen oder Themen, Arbeitsthemen, Geldthemen, Familienrecht, irgendwie sowas, Jugendamtszeug, Trennung. Da hast du jetzt speziell für dich abgestellte Engel, die dir da wirklich nochmal so einen Schutzring um dich erstellen. Und sie wollen, dass du weißt, dass sie da sind. Und dass du vertrauen darfst und auch deine Ängste nochmal ein bisschen loslassen darfst, damit deine Schwingung wieder mehr in die Leichtigkeit kommt und du dir da auch Neues manifestieren kannst. Du darfst da ganz arg vertrauen. Dann schauen wir mal, was Maria Magdalena zu dir sagt. Maria Magdalena sagt, dass du jetzt viel empfänglicher werden wirst. Und auch, ja, das ist eine sehr weibliche Eigenschaft. Ob du Mann oder Frau bist, spielt ja hier gar keine Rolle. Denn wir haben alle das empfangende Prinzip in uns. Und hier steht, ziehe dich zurück, kehre ein, meditiere, öffne dich für die Stille, schöpfe aus der Fülle des Universums. Das ähnelt jetzt sehr der Info, die gerade im vorherigen Stapel war. Da ging es auch um Stille, um Empfangen, um Annehmen. Und ja, jetzt kommt diese Karte, aber es fühlt sich an, als wäre es die gleiche Information. Also es geht darum, dass jetzt noch mehr Informationen zu dir gelangen möchten und du dafür bitte Raum schaffen darfst, in dir still sein darfst, dich öffnen darfst. Und du wirst
Wissen erhalten. Das muss einem in dem Moment nicht klar sein, was das ist. Das wird dir mit der Zeit klar. Du hast ja hier auch den Bergkristall. Es ist wichtig, einfach mal gerade diesen Raum, die Möglichkeit dafür zu schaffen, dass dieses Wissen kommen kann. Dich einfach dafür zu öffnen und zu sagen, ich empfange. Wie kannst du das machen? Du setzt dich still hin, du atmest. Vielleicht nimmst du dir einen Zettel, wenn dir auf einmal dann was in den Kopf kommt. Und ich würde das Höhere selbst natürlich rufen und um Informationen bitten oder einfach versuchen, das zu üben, ein bisschen still zu sein. Und da möchte etwas zu dir kommen in dieser Woche. Genau. Du kannst auch diesen Stapel mal anschauen, das ist irgendwie ähnlich. Und es geht vielleicht auch darum, Gedanken, die du gewohnheitsmäßig jeden Tag denkst. Und wir denken ja wohl, glaube ich, zu 90% immer dasselbe wie den Tag zuvor, was auch echt spannend ist. Es geht auch darum, oder wenn es nicht noch mehr ist als 90%, wir denken immer dieselben Gedanken. Es geht doch darum, so wie bei Alice im Wunderland, schon vor dem Frühstück 7 neue Gedanken zu denken. Das wieder diesen offenen Geist zu bekommen und sich vorzustellen, dass alles möglich ist, wieder mehr in Möglichkeiten zu denken oder aber in deinem Fall erstmal gar nicht zu denken, habe ich das Gefühl, sondern den Kopf zu beruhigen, den Geist zu beruhigen und wieder einfach zu empfangen, was zu dir kommen will. Dass du aus dieser ständigen Aktion rausgehst und einfach in dieses passive Empfangen kommst, denn das Universum sendet dir alles an Informationen zu. Und auch an Energie. Und wenn du so am Rennen, am Machen, am Tun bist, dann kann es nicht reinkommen. Dann rennst du sozusagen dran vorbei. Du lässt die Möglichkeiten ungenutzt verstreichen. Öffne den Raum dafür, dass es zu dir kommen kann. Von den Naturgeistern kommt die Karte. Bleib dir selber treu. Die Frau hat hier einen ganz schönen, für mich funkelnden Herzdiamanten in der Hand, ein Kristall. Und es geht in deinem Leben an erster Stelle mal um dich, um dein Glück. Ja, das geht auch darum, den Fokus jetzt von anderen Personen wegzunehmen, die so interessant sind, über die man so viel nachdenken kann. Oder es einfach tut. Man muss das ja nicht tun. Es geht darum, wer bist du? Was willst du? Was sind deine Werte? Wie willst du leben? Kennst du dich selber? Oder bist du komplett immer nur am Außen orientiert, am Helfen, Machen, Tun, brav, lieb, nett sein, anderen zu gefallen, Leistung zu bringen? Genau. Wer bist du? Und sei dir selber treu, sei deiner Seele treu. Dem Weg, was hast du dir vorgenommen, hier zu tun? Du möchtest doch, wenn du am Ende hier von dieser Erde wieder gehst, möchtest du doch sagen, ich habe mich meiner Lebensaufgabe gestellt. Und nicht, ich war immer so brav und lieb und angepasst und habe mit keinem Streit gehabt oder so. Du möchtest doch hier etwas, was dich glücklich macht, erreicht haben. Sei dir unbedingt selber treu und dazu auch schau, was das Universum dir zu sagen hat. Wer bist du denn, wenn du nur bei den anderen bist mit der Aufmerksamkeit? Wer ist denn dann bei dir? Wer kümmert sich denn dann um dich, um deinen Weg? Das kannst nur du tun. Ganz wichtig ist diese Zentrierung und diese Klarheit. Hier wieder Bergkristall auch. Ganz klar zu sein und das auszustrahlen. Das, was du klar ausstrahlst, das kommt auch als Antwort zu dir. Was willst du wirklich? Sei still, dann wirst du da mehr Zugang zu bekommen. Dann schauen wir diese Karte, was du jetzt vielleicht losgelassen hast oder was dir für Unterstützung zufließt. Wir gucken mal nach. Hui, hui, hui. Die Karte heißt Bonding. Und es ist eine Heilungskarte, das heißt, wenn du bei dir bist, mit dem Fokus bei dir und in dieser Stille, in diesem empfänglichen Prinzip, das ermöglicht auch natürlich viel mehr Bindung, viel mehr, ich nehme mich wahr, ich spüre, wer ich bin, ich spüre, was mir taugt, was mir nicht taugt und ich kann Nähe mehr zulassen,
Ich bin auch nicht so viel beim anderen, dass ich den damit erdrücke, dass der dann am Wegrennen ist, sondern jeder hat seinen Raum und zusammen ist es aber auch schön. Da geht es um ein gesundes Gleichgewicht in Beziehungen. Denn ich habe hier das Gefühl, es geht hier nicht, dass du derjenige bist, der sich so zurückzieht, sondern dass du derjenige bist, der sehr viel bei dem anderen ist in Gedanken. Und da laden die Energien dich ein, den Mut zu haben, ganz bei dir zu sein. Und ja, ein bisschen bei dem anderen, wie soll ich sagen, nach deinem Gefühl ein Vakuum entstehen zu lassen, damit der dann mal kommen kann. Wenn wir den so mit Aufmerksamkeit zu 90%, wenn unsere Aufmerksamkeit zu 90% beim Gegenüber ist, dann ist es für diese Wegrennen-Typen, Typen im Sinne von Menschen, sowas von zu viel dichte Energie, dass die gar nicht mehr sozusagen einen Schritt nach vorne machen können. Und wenn du ganz bei dir bist, ganz in dir ruhst, dich um deine Dinge kümmerst, deine Freude hast mit Freunden, was unternimmst, hier, feiern, fortgehen, tanzen, lachen und auch natürlich hier nochmal den Zorn loslässt, dann entsteht so ein Vakuum und du kannst das jetzt schaffen, ja, es ist eine Neugeburt. Du kannst das jetzt tun. Du bist immer wieder neu. Du kannst immer wieder neu sein. Und du kannst auch, ja, auch wenn du denkst, ich kann das nicht, du kannst das. Du kannst dir selber mit gutem Vorbild vorangehen und hinterher wirst du sagen, wow, ich habe das gepackt. Ja, lasse bei deinem Gegenüber, sollte der so ein Wegrennmensch sein, der immer sich so zurückzieht, ne? Übe das mal komplett in deinem eigenen Raum zu bleiben mit deinen Antennen, mit deinen telepathischen Gedanken, Forderungen. Sei doch einfach mal mit dir erstmal glücklich. Ich weiß, das hört sich jetzt leicht an, sei doch mal mit dir glücklich. Aber übe das einfach. Das Universum möchte dir viel schicken, wenn du empfänglich bist, an Klarheit, wer du bist und auch die Aufforderung, bei dir zu sein. Also das ist jetzt hier irgendwie schon fast sozusagen ein Liebesdingens, Liebesberatung, aber es kommt sehr klar so durch. Es wird dir sehr viel weiterhelfen. Genau. Abgrenzung, bleib bei dir. Genau. Gut, ich hoffe, dass das passt. Vielleicht kann man es auch auf den Job ummünzen, kommt mir jetzt hier nicht so stark rein, vielleicht geht es auch bei einigen um sowas, aber ich kriege das jetzt hier voll liebestechnisch durch. Spür einfach für dich, wie das für dich passen könnte. Das weißt ja immer du am allerbesten. Und genau, ich drehe jetzt direkt danach für uns das Monats-Reading für die Liebeswunsch-Energie. Also das für alle, die mit Liebe, die entweder einen Partner haben oder gerne mehr Liebe hätten. Da kannst du dann auch noch, wenn du magst, später reinschauen. Genau, ich danke wieder mal fürs Zusehen und ich freue mich schon auf eure Kommentare. Ich wünsche dir eine sehr schöne Woche mit dieser Neustart-Energie hier, dieser Geburtsenergie. Macht's euch nett mit Freunden, habt eine schöne Zeit und ich drücke euch ganz doll und ich sage Satnam.